Mein Name ist Daniel Kolm. Ich bin Produktmanager der Data Analytics am Standort Wien und freue mich, Sie gemeinsam heute mit auf die Reise der Neuerungen in der Power Plattform mitnehmen zu dürfen. Ich für meinen Teil werde heute durch die Neuerungen in Power BI führen, gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Bernhard. Hallo zusammen, Bernhard Rastorfer ist mein Name. Ich bin im Bereich Modern Work für das Thema Business Development zuständig und darf die Übersicht über die restlichen Komponenten der Power Plattform heute machen. Damit ganz kurz zur Agenda. Was haben wir heute vor? Wie schon erwähnt, ich für meinen Teil werde Ihnen heute die Neuerungen im Bereich Power BI näher bringen. Mein Kollege Bernhard Rastorfer wird die Komponenten Power Apps, Power Pages und Power Automate entsprechend abdecken. Starten wir schon direkt rein, die Neuerungen in Power BI. Es gibt einiges zu erzählen, vielfältige Neuerungen. Das erste konkrete Feature, über das ich sprechen möchte, heißt Einbetten von Single Visuals in PowerPoint. Es ist ja schon länger möglich, ganze Power BI-Berichte in PowerPoint zu integrieren. Nun kann letztendlich das Storytelling im Rahmen Ihrer Präsentationen noch präziser erfolgen. Sie können einzelne Visualisierungen von Power BI-Berichten in PowerPoint Point-Präsentationen einbetten. Die sind auch entsprechend interaktiv aufrufbar. Sie können beispielsweise auch Smart Narrative Visuals nutzen, um beispielsweise Ihre Texte aus den Daten generieren zu lassen. Und Sie können aber grundsätzlich jedes Visual hier integrieren. Sie sehen hier die Bereiche. Das ist letztendlich ein Live-Visual. Sie können den Filterbereich nutzen. Sie können die Daten damit letztendlich hinunterfiltern auf Ihre Bedürfnisse. Aber Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit, beispielsweise mit der rechten Maustaste die Read-Throughs zu nutzen, was aber in der User Experience nicht unbedingt sehr nutzerfreundlich gelöst wird, weil Sie dann von einem einzelnen Visual wiederum auf den gesamten Bericht springen. Dennoch können Sie da einzelne Elemente rausgreifen und hier sozusagen das Storytelling im Rahmen Ihrer Präsentationen einfach entsprechend nutzen. Das nächste Feature, über das ich sprechen möchte, ist eher ein organisatorisches am Power BI Online Service, das sogenannte PIN Workspaces. Potenziell kennen Sie das, Sie haben mehrere Workspaces und Sie finden den richtigen nur noch sehr schwierig. Sie haben eine lange Liste vor sich. Sie können ganz, ganz einfach den jeweiligen Workspace nun in Ihre Workspace-Leiste pinnen. Das Ergebnis ist, dass Sie oben letztendlich dann eine Liste Ihrer häufigst genutzten oder Ihrer wichtigsten Workspaces angepinnt haben, können das natürlich auch wieder deaktivieren und finden so letztendlich sehr, sehr einfach zu Ihren Datasets, zu Ihren Berichten, zu Ihrem Content. Die nächste Neuerung betrifft die Power BI Mobile Applikation. Hierbei geht es im Wesentlichen darum, auch Inhalte externer Organisationen schnell und einfach aufzufinden. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Microsoft Daten zu Produktreleases mit uns als Cosmo über ein Power BI Dashboard teilt, dann könnte ich hier als Cosmo-User über die externe Organisation Microsoft diesen Content auffinden und einfach viel, viel schneller hin navigieren. Ist bereits verfügbar in Ihrer Power BI-Applikation. Die nächste Neuerung in Power BI direkt, das ist ein ganz, ganz spannendes Feature, weil damit können Sie Formatierungen Ihrer Kennzahlen und Measures dynamisch anpassen und beispielsweise sehr, sehr, sehr flexibel abhängig von der Höhe eines Wertefeldes, dieses zum Beispiel als Million Euro oder 1000 Euro formatieren. Sie können aber darüber hinaus zum Beispiel auch Default-Währungseinstellungen und Währungsformate Ihres ERP-Systems mit übernehmen, die hier als Standard festlegen, indem Sie beispielsweise jegliche Programmlogik via DAX-Formeln abbilden. Das bringt natürlich eine enorme Flexibilität bei der Formatierung jeglicher Kennzahlen mit sich. Das nächste Feature betrifft erweiterte Funktionen im Rahmen der Teams-Integration. Diese wird ja immer wieder gerne genutzt, weil es doch sehr einfach ist, den richtigen Bericht auch im richtigen Kanal bzw. auch im richtigen Kontext zu platzieren.
damit Ihre aktuellen Kennzahlen stets im Blick zu behalten. Die neuen Funktionen in der Teams-App unterstützen einerseits das Einbetten von Organisations-Apps, das heißt Applikationen, die für die gesamte Organisation geteilt wurden. Andererseits aber durchaus auch Neuerungen im Bereich des Teilens von Links an jene Nutzergruppen mit entsprechendem Zugriff auf den Bericht und den Teams-Kanal. Aber auch, das war ein Painpoint bislang, die Berechtigungen zwischen Teams-Kanälen und den zugehörigen Power BI-Berichten in Sync zu halten. Auch da gibt es eine Neuerung dahinter. Und darüber hinaus auch den Einstieg über Bookmarks. Auch da gibt es eine Neuerung, eine neue Funktion, die die Power BI-Integration in Teams einfach noch komfortabler gestalten soll. Das nächste Feature betrifft ebenso Power BI for Teams und zwar eine bessere Multitasking Experience. Wenn Sie beispielsweise in Teams in den Hauptmenüpunkten zwischen Chats, Meetings, Channels, weiteren Applikationen häufig wechseln, dann merkt sich Teams zukünftig den Absprungpunkt und navigiert letztendlich, wenn Sie wieder zurück auf den jeweiligen Teams-Menüpunkt oder auf die App gehen, den Absprungpunkt für 60 Minuten und springt wiederum auf diesen zurück. Darüber hinaus wurde am Caching gearbeitet, sodass Sie letztendlich eine schnellere Navigation in der Power BI for Teams App erfahren können und die Nutzung einfach noch komfortabler wird. Darüber hinaus wird auch der Backbutton besser unterstützt und Sie können darüber hinaus auch wieder zurückspringen. Das nächste Feature in Power BI bezieht sich auf die Datenmodellierung, konkret den Bereich des Bearbeitens von Beziehungen im Einstellungsfenster. Hier wurde die Usability, insbesondere bei komplexeren Datenmodellen, verbessert. Wir haben das Feature bereits im Rahmen der letzten Release Wave kurz vorgestellt. Das geht nun in General Availability aus dem Preview-Modus über und ist nun letztendlich für alle verfügbar. Ist dadurch gerade bei komplexen Datenmodellen einfach viel, viel einfacher, die Beziehungen im semantischen Modell aufzubauen und zu bearbeiten. Es wird dadurch deutlich übersichtlicher. Eine weitere Neuerung betrifft die einfache Navigation nach Workspaces im sogenannten Data Hub. Der Data Hub existierte sowohl im Power BI Online Service als auch in der Power BI Desktop Applikation. Dieser wird zukünftig um eine weitere Workspace-Struktur erweitert, sodass Sie letztendlich komfortabler auf Ihre Datasets navigieren können und dadurch ein endloses Scrollen an Datasets hier mit einem sehr, sehr langen Scrollbalken ein Stück weit der Vergangenheit angehört. Das heißt, das Auffinden Ihrer Daten wird dadurch deutlich einfacher. Das nächste Feature ist ein sehr, sehr spannendes. Heißt Anlegen und Editieren sogenannter Calculation Groups. Das geht auch heute schon in Power BI über den Umweg von sogenannten Third-Party-Tools. Tabular Editor ist zum Beispiel eines davon. Mit diesen Calculation Groups generell können Sie in komplexen Modellen potenziell redundante Kennzahlen reduzieren und dadurch ein unübersichtliches Datenmodell ja einfach übersichtlicher gestalten, indem Sie zum Beispiel wiederkehrende Logik am Beispiel von Zeitkalkulationen generisch abbilden. Wie sieht das konkret aus? Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht. Sie sehen hier eine Matrix-Darstellung, wo letztendlich einerseits ein Measure-Slicer hinterlegt ist, gepaart mit einer Zeitachse. Wir haben im Content-Bereich bei den Values eine dynamische Kennzahl hinterlegt und wir haben auf der X-Achse eine Time Intelligence Calculation auch mit einem Measure, mit einem Feld hinterlegt. Und Sie sehen es, das Ergebnis ist eine Vielzahl unterschiedlich berechneter Kennzahlen auf Basis des Kennzahlen-Slicers und auf Basis der Time Intelligence Calculation, die generisch hinterlegt ist. Das heißt, die brauchen im Wesentlichen nur noch zwei Kennzahlen im Modell
können eine Vielzahl flexibel berechneter Kennzahlen abbilden. Das Endergebnis in unübersichtlichen Power BI-Modellen ist, dass solche Kalkulationen potenziell der Vergangenheit angehören. Ja, die können Sie natürlich immer noch anführen, aber die machen letztendlich das Power BI-Modell durchaus auch recht schnell unübersichtlich und sehr umfangreich. Weitergehen möchte ich mit einem weiteren neuen Teams-Feature, das kommen wird. Letztendlich ergänzt Power BI die Funktion, Power BI-Inhalte zukünftig nahtlos in Teams-Meetings und Präsentationen zu integrieren. Dies macht es zukünftig für Organisationen einfach leichter, Unternehmen kennzahlbasiert zu steuern, nachvollziehbare datengetriebene Entscheidungen zu treffen und im Rahmen dieser Teams-Meetings den Power BI-Content letztendlich noch einfacher zu finden, darüber zu teilen und zu sprechen. Dazu wird es in Teams zukünftig einen eigenen Power BI-Bereich geben. Und wie es hier letztendlich auf einem ersten Screenshot ersichtlich ist, werden diese Power BI-Dashboards in Teams entsprechend visualisiert, angepinnt und können so einfacher genutzt werden. Weitergehen möchte ich mit einer Verbesserung der Zugriffssteuerung basierend auf den sogenannten Power BI Sensitivity Labels. In vielen Unternehmen ist das verpflichtende Klassifizieren von Daten ja auch Teil der Unternehmensrichtlinien. Diese Datenklassifizierung können Sie, zumindest sofern Sie das in den Admin-Einstellungen aktiviert haben, auch heute schon hinterlegen. Das heißt, Power BI Datasets, die Daten im Power BI, können Sie heute bereits klassifizieren. In Zukunft, das neue Feature leitet davon entsprechende Zugriffsberechtigungen ab. Das heißt, auf Basis der klassifizierten Daten werden entsprechende Berechtigungen gesteuert. Und zwar setzt Power BI hier letztendlich auf eine tiefere Azure-Integration mit anderen Diensten, wie beispielsweise Azure Purview und dem sogenannten Microsoft Purview Information Protection Funktionalitäten. Darüber hinaus auch Schnittstellen zu Microsoft Office, um letztendlich eine durchgängige Nutzererfahrung auch zu gewährleisten. Beispielsweise hat dies dann Auswirkungen, wenn Anwender auf Basis von confidential Informationen, wie beispielsweise für den Finance-Bereich, auch mittels Excel auf dieses Power BI-Datenset zugreifen. Das heißt, auch über den Zugriff von Excel wäre der Zugriff durch unautorisierte Nutzer dann de facto nicht mehr möglich, was die Zugriffssteuerung letztendlich ein Stück weit vereinfachen soll, zumindest wenn Sie durchgängige Klassifizierungen nutzen und die Dienste konfiguriert haben. Weitere Ankündigungen für das zweite Halbjahr betreffen einerseits weitere Verbesserungen der Formatierungsfunktionen von Visuals. Auch da gab es neulich schon Aktualisierungen und Verbesserungen. Da sind wir sehr, sehr gespannt, was in Zukunft noch kommen wird. Aber auch noch zwei weitere ganz spannende Funktionen, nämlich ein erweitertes Azure Maps Visual, das vor allem die Funktionalitäten bestehender Kartenvisualisierungen integrieren soll. Das heißt, das wird ein Stück weit konsolidiert und darüber hinaus wird das Azure Map Visual in Europa die Daten verarbeiten, was ja bislang nicht der Fall ist. Das letzte Feature, das ich Power BI-seitig noch ansprechen möchte, ist das Öffnen von Power BI-Files auf dem Power BI-Service mit der Power BI-Desktop-Applikation. Das heißt, es vereinfacht die Arbeitsweise im Rahmen der Bearbeitung von Berichten. Das heißt, Sie müssen die Files nicht wie heute extrahieren, downloaden, im Power BI Desktop öffnen, bearbeiten und wieder publishen. Sie können das direkt über den Zugriff der Files am Power BI Service machen, wodurch die Wartbarkeit deutlich vereinfacht wird. Dafür haben wir gesehen, dass eine Funktion, die wir im Rahmen der letzten Release Wave angekündigt haben, nämlich das Modifizieren der Datasets am Power BI Service, dass hier das Ziel war, die Funktionalität online wie in der Desktop-Applikation sozusagen gleichzuziehen, wiederum hinausgefallen ist.
Wir gehen davon aus, dass diese Funktionalität, die jetzt für September angekündigt ist, diese vorherige Ankündigung ersetzen soll. Das war es von meiner Seite zu den Neuerungen im Bereich Power BI. Ich möchte an dieser Stelle an meinen Kollegen übergeben zum Thema Power Apps. Bernhard, bitte. Super, danke Daniel. Genau, wir schauen uns jetzt Power Apps, Power Pages und Power Automate an. Und wenn man sich diese Tools anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass auch schon in der letzten Release Wave immer mehr Funktionen, die jetzt neu dazukommen, in Richtung der Funktionen der Maker gehen und der Pro-Devs, also diejenigen, die Applikationen erstellen und die Oberflächen sozusagen relativ unverändert bleiben zu dem, was sie bisher waren. Und deswegen lassen Sie uns gleich mit dem Feature starten, das wahrscheinlich am technischsten ist und ich verspreche Ihnen, es wird nicht mehr schlimmer. Nämlich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Power Apps in sogenannten CI/CD-Pipelines zu testen. Was bedeutet das? Microsoft hat ein Open-Source-Programm genommen, nämlich die sogenannte Test Engine. Die gibt es schon länger und das wird jetzt das neue Tool, um damit Power Apps quer über den gesamten Power App Stack testen zu können. Das heißt, Sie wissen, wir haben ja vor allem in klassischen Canvas-Apps das sogenannte PowerFX als Programmiersprache, nennen wir es einmal so, hinterlegt. Und damit habe ich jetzt auch die Möglichkeit, komplette Testautomatisierungen dann durchzuführen, das Ganze in Azure DevOps zu integrieren, über GitHub das Ganze zu machen und damit sozusagen das Application Lifecycle Management, was ja sehr wichtig ist für die Verwaltung von Power Apps und die Zentralisierung von Tests und Ausrollungen durchzuführen. Ja, eher was für die IT, eher was für die Pro-Devs, aber ein großer Schritt für die Power Apps an sich. Auch in Richtung Maker, aber bei weitem nicht mehr so technisch, haben wir jetzt die Möglichkeit, tatsächlich endlich, ja, als jemand, der vor vielen Jahren selbst solche Dinge customizen durfte, die Formulare und Ansichten direkt beim Erstellen der Tabellen anzupassen. Da würde man jetzt glauben, ja, das ist keine große Sache, aber diejenigen unter Ihnen, die in Model-Driven Apps, da sprechen wir jetzt davon, schon öfter Tabellen angelegt haben. Man muss dann immer rausgehen, man muss extra in die Form reingehen, muss das Feld reinziehen, muss die Formulare und die Ansichten vor allem anpassen. Das ist ein sehr mühsamer Schritt und jetzt habe ich dann tatsächlich ab Mai endlich die Möglichkeit, hier direkt auf Update, Forms und Views zu klicken und das in einem Arbeitsschritt zu machen. Auch eine neue Funktion, die es jetzt seit einigen Monaten schon gibt, das sind die sogenannten virtuellen Tabellen. Bis jetzt war es immer so, dass wir uns Daten, die wir jetzt in Apps anzeigen konnten, nur aus spezifischen Datenquellen herausziehen konnten. Das war vor allem das Dataverse und in einfachen Use Cases auch der SharePoint. Heute haben wir die Möglichkeit, oder mit dieser Funktion der virtuellen Tabellen haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir aus unterschiedlichen Datenquellen die direkt ins Dataverse zu verknüpfen und da drinnen so zu arbeiten, als wären sie Dataverse-Tabellen. Und wir haben das oft in Use Cases, wo wir ERP-Systeme anknüpfen, an zum Beispiel Power Pages, dass wir Daten von diesen Systemen brauchen. Bis jetzt mussten wir die immer mühselig kopieren. Und jetzt, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, das im Maker-Portal direkt zu machen. Da gibt es einen Wizard und mit diesem Wizard kann ich dann die Systeme miteinander verknüpfen und eben die Daten genauso nutzen, als wären sie im Dataverse. Auch das ist ein sehr großer Schritt, vor allem für das Thema Integration. Auch etwas, wo man sagen muss, endlich, ja, ist es so, dass Power Apps, nämlich Canvas Apps, responsive sind. Man kennt es von normalen Webseiten, egal wo man sich eine Website ansieht, entweder am Handy, am Tablet oder am Desktop, PC, sie skaliert sich die Applikation. Bis jetzt war es notwendig, dass ich auswähle beim Erstellen einer Canvas-App, ob ich eben für das Handy oder für das Tablet bzw. den PC eine Power-App mache. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die responsive zu gestalten und eben sogar mit Drag and Drop dort sogenannte Container reinzuziehen. Und diese Layout-Container, die ändern dann ihre Größe eben dynamisch, je nachdem,
welcher Endgerät das ich habe. Also auch hier ähnlich in die Richtung, egal welches Device, es ist nur eine Canvas-Apps und nicht zwei, die ich erstellen muss. Etwas, was mit den Power BI-Themen zusammenhängt, die der Daniel vorhin gezeigt hat. Sie haben jetzt die Teams-Integration gesehen. Ja, ich kann jetzt hier Dinge sehr einfach dann teilen. Ähnlich haben wir das jetzt auch in Model-Driven-Apps beziehungsweise auch im Dynamics CRM. Kann mir hier eine View aufmachen und habe dann oben diesen Button drinnen, Visualize this View. Das heißt, ich setze mir vielleicht irgendwelche Filter vorher auf diese Tabelle und kann dann eben nicht nur jetzt die Tabelle als Tabelle sehen, sondern es geht mir ein Power BI modaler Dialog auf und Sie sehen schon, ich habe jetzt klassische Power BI Funktionen zur Verfügung, um genau diese Ansicht, die ich mir hier zusammengestellt habe, etwas besser auszuwerten, schönere Grafiken zu erstellen, jemanden zu präsentieren. Das ganze Ding heißt Power BI Quick Reports und ist tatsächlich jetzt ab April schon verfügbar. Kommen wir zu Power Pages. Da wiederhole ich mich jetzt zu dem, was wir im letzten What's New Webinar gebracht haben, um noch einmal zu zeigen, was ist Power Pages eigentlich. Power Pages gibt schon länger. Und zwar seit 2018 und hat sich in dem Power Apps Logo versteckt und hat geheißen Power Apps Portals. Ja, wir haben vorher die Canvas Apps gesehen. Diese Canvas Apps sind für interne Personen gedacht, also Personen, die in meinem Unternehmen arbeiten, denen ich als klassische App auf ihrem Telefon oder ihrem Tablet eine Applikation zur Verfügung stelle. Aber Digitalisierung endet ja nicht vor meiner Haustüre. Ganz im Gegenteil, in einer digitalisierten Welt möchte ich natürlich genauso meine Lieferanten, meine Kunden, meine Partner in meine digitalen Prozesse involvieren. Und dafür gibt es oder gab es schon länger Power Apps Portals. Jetzt heißt das ganze Ding Power Pages und ist nichts anderes als eine Website, die ich nach extern zur Verfügung stellen kann, die auch responsive ist, die aber die Vorteile der Power-Plattform mit sich bringt. Das komplette Thema Sicherheit, Benutzerverwaltung, Passwort zurücksetzen, also alles, was Security betrifft, wird durch die Microsoft Cloud zur Verfügung gestellt. Und außerdem habe ich genau das, was ich vorhin gezeigt habe, Zugriffe auf unterschiedliche Datenquellen, auf unterschiedliche Backend-Systeme und kann diese Daten dann dort draußen anzeigen. Ja, dafür gibt es jetzt einen eigenen Namen, dafür gibt es jetzt ein eigenes Logo und wird als eigener Punkt in der Power-Plattform aufgeführt. Auch hier wieder eher was in Richtung Maker. Man sieht schon, es wird jetzt alles integriert. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Power Pages auch als Solution auszuliefern. Das ist auch wieder ein Thema für die Maker. Ich habe immer eine Umgebung, wo ich Dinge entwickle. Da muss ich diese Dinge ausliefern auf ein Live-Environment. Und diese Power Pages, die sind jetzt hier auch integriert. Das heißt, ich kann Power Pages mit meiner App ausliefern und zum Beispiel für interne und externe Benutzer die gleiche Funktion dann zur Verfügung stellen. Einmal als klassische Canvas App und einmal als Site, das heißt als Power Page, die für meine externen Benutzer gedacht ist. Nachdem das Produkt noch so jung unter Anführungszeichen ist, gibt es da sonst keine Neuerungen, aber wir haben da schon einen Sneak Peek im Herbst, dürfen wir Ihnen dann da mehr darüber berichten. Dann kommen wir jetzt zu Power Automate. Und bei Power Automate, da können Sie sich vorstellen, ja, wir haben heute in diesem Webinar noch fast nicht OpenAI erwähnt und ChatGPT, das kommt jetzt bei Power Automate. Und zwar wird es ja geben, das ist noch nicht Inhalt von dieser Release Wave, aber es ist angekündigt, wann Sie die Microsoft News verfolgt haben, überall die sogenannten Copilots. Und den es tatsächlich im Preview schon gibt, das ist der sogenannte Power Automate Copilot. Der ist nämlich in der Lage, dass er Ihnen auf Basis von natürlicher Sprache einen Flow erzeugt. Sie sehen das hier auf diesem Screenshot. Ich gebe ein, wenn ein neuer Request und so weiter und so fort, sehen den E-Mail. Ja, und er generiert quasi die richtigen Aktionen für Sie. Sie müssen diese Aktionen nicht mühsam raussuchen aus dem Katalog der vielen Aktionen und ein Template wird Ihnen da vorgeschlagen, wie Ihr Flow denn eigentlich ausschauen könnte.
das haben wir schon probiert, das funktioniert in der Basis schon gut, hat aber ein paar Schwächen. Und diese Schwächen, die werden tatsächlich in zusätzlichen Features für diese natürliche Sprache jetzt schon verbessert. Nämlich, ich kriege auch noch Vorschläge dazu. Ja, ich bin jetzt ein Maker, bin vielleicht nicht so technisch affin, ich schreibe einen Flow und durch diese ganze Logik, das ChatGPT im Hintergrund hat, aus dem vielen Wissen, das in dem AI-Model trainiert ist, gibt mir das Ding jetzt Vorschläge und sagt, das könntest du auch noch tun, um deinen Flow zu verbessern. Da geht es vor allem um Fehlerbehandlung, da geht es vor allem um Absicherung, falls irgendwas nicht in goldenem Pfad läuft, so wie man das nennt, und da kann Ihnen OpenAI automatisch in Ihrem Flow diese Dinge einbauen. Das gibt es im Übrigen auch im GitHub Copilot für diejenigen, die tatsächlich Code schreiben. Eine zweite große Schwäche, was wir in unseren Tests auch sofort gesehen haben, dass das Ding zwar Ihnen ein Template erzeugt von dem Flow, aber keine Parameter hinzufügt. Wenn ich zum Beispiel schreibe, jedes Mal, wenn ein Lead angelegt wird, also in der Tabelle Lead ein Datensatz angelegt wird, dann hätte ich auch gern, dass du mir einen Kontakt erstellst mit den gleichen Daten. Dann würde ich ja davon ausgehen, dass er das versteht mit den gleichen Daten, wie die Felder vorbefüllt. Das tut er aber nicht. Sondern er sagt nur, okay, Lead erstellt, erzeuge Kontakt. Und da muss ich bei allen Feldern reinklicken und dort eben dieses Mapping durchführen, damit die Felder auch befüllt werden. Das brauche ich dann hoffentlich mit diesem Feature nicht mehr. Da gibt es auch noch keinen Zeitrahmen dazu. Die werden schätzungsweise im Sommer kommen. Aber dann sollte der Flow auch verstehen, welche Parameter das er da ausfüllen muss, und dann wird das Erstellen von Flows tatsächlich viel, viel einfacher. Auch eine sehr große Schwäche von Flows, die wir in der Vergangenheit hatten, ist, dass es keine Versionierung gab. Das ist jetzt kein Fehler, dass hier eine große weiße Oberfläche ist, weil ich habe mich noch so bemüht, es gibt doch keine Vorschau, wie das aussieht. Also keiner weiß, wie das aussieht. Das ist aber für den Juni angekündigt, dass ich die Möglichkeit habe, Flows zu versionieren und dann in unterschiedlichen Versionen auszuliefern. Heute ist es ja so, wenn Sie bei einem Flow Änderungen durchführen und Sie drücken Speichern, dann ist das gespeichert. Punkt, Ende, aus. Das ist die neue Version. Sie wissen nicht, was wurde verändert, was wurde getan. Mit dieser wichtigen Funktion können Sie dann zu früheren Versionen zurückkehren und Dinge wiederherstellen. Und ich hoffe, auch die Möglichkeit haben, dass Sie vielleicht vergleichen, was denn geändert wurde. Aber da beim nächsten Mal wahrscheinlich mehr dazu. Auch eine kleine Änderung, genauso wie die vielleicht, aber auch eine, die sehr, sehr mühsam ist. Bis heute habe ich nur die Möglichkeit gehabt, wenn irgendwas schief läuft in einem Flow. Ja, wir hatten das vor kurzem bei einem Kunden, da hat sich ein Flow immer wieder selbst aufgerufen und in wenigen Minuten hunderte Termine im Outlook angelegt. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier den Flow einzeln abzubrechen, was sehr mühsam ist, wenn er das immer wieder tut. Und jetzt habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, hey, da läuft was schief oder da geht was in die falsche Richtung und ich breche alle Flows ab. Hier wollte ich dann keine weiße Fläche mehr lassen. Das ist jetzt auch das Screenshot, wie es derzeit aussieht. Da wird es dann wahrscheinlich die Möglichkeit geben, irgendwie zu sagen, alle Flows abschließen. Aber auch hier habe ich noch keinen Screenshot gefunden. Genau, das war es von der Übersicht. Diejenigen von Ihnen, die sich jetzt fragen, ja, was ist mit Power Virtual Agent? Was ist mit der Chat-Plattform? Die Features, die da jetzt rausgekommen sind, die sind so marginal gewesen, dass wir sie gar nicht eingebaut hätten, weil sie wirklich nur dort und da kleine Nuancen sind. Unsere Vermutung, warum das so ist, ist eine relativ einfache. Microsoft hat ja in den letzten Monaten extrem viel Aufwand in die Integration von OpenAI integriert, also die ganze ChatGPT-Funktion, die Sie ja aus den Medien kennen. Und da ist sehr viel entwickelt worden. Das geht ja genau in die Richtung Chat und Chatbot. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es da entweder gröbere Umbrüche gibt, weil es in die Richtung OpenAI ChatGPT gibt, oder diese Dinge werden dann auch wieder so stark integriert, dass das dann beim nächsten Mal dann vielleicht in den Release Notes wieder auftaucht. Das war's von meiner Seite. Und damit sind wir auch am Ende vom Webinar. Daniel, haben wir denn noch Fragen bekommen? Wir haben tatsächlich zwei Fragen im Chat. Die eine geht
tatsächlich in deine Richtung, entstehen bei der Verwendung von virtuellen Tabellen zusätzliche Lizenzkosten? Sie müssen die Systeme, die Sie dort anbinden, entsprechend lizenziert haben, aber Sie brauchen keine zusätzlichen Lizenzkosten, weil wenn Sie jetzt das Dataverse verwenden, dann haben Sie sowieso eine Power Platform Premium Lizenz, sonst könnten Sie ja Dataverse nicht verwenden. Damit ist quasi sind die virtuellen Tabellen auf der Dataverse-Seite abgedeckt und das System, das Sie anbinden, hat dann entsprechend auch Lizenzregelungen und die müssen Sie natürlich entsprechend dann würdigen, wann Sie jetzt Daten von einem System ins andere kopieren, was immer dort drinnen steht in den Lizenzbedingungen. Dann geht es weiter mit einer weiteren Frage, betrifft ChatGPT. Wird ChatGPT auch in Zukunft für Power-Apps verwendet oder erstmal nur Automate? Das kommt auch in die Power-Apps rein. Persönliche Meinung, das kommt jetzt überall rein. Also es gibt inzwischen den Copilot für eben Power Automate angekündigt, ist der für Microsoft 365, den für Power-Apps wird es auch geben. Ja. Es ChatGPT zu nennen, ist quasi jetzt, das ist dieser Chatbot, ja, die Technologie oder die Firma, die dahinter steckt, ist ja OpenAI. Und OpenAI stellt quasi diese Natural Language Understanding, also diese natürliche Sprache, das Verstehen, das Interpretieren zur Verfügung. Und das werden Sie sehen, wird fast in allen Produkten der Microsoft in der einen oder anderen Form in den nächsten Monaten auftauchen. Das bringt uns auch dazu, wenn Sie da gern weiter mit uns drüber reden möchten, über das, was Sie heute im Webinar gesehen haben, über OpenAI, mit was auch immer Sie glauben, dass wir ein guter Partner sind, mit dem Sie sich austauschen können, können Sie hier direkt einen Termin vereinbaren, geht eine Website auf, können Sie einen Terminslot auswählen und dann melden wir uns bei Ihnen. Und mehr Informationen überhaupt zur Power Plattform, das finden Sie rechts in dem QR-Code, nämlich auf unserer Landingpage zur Power Plattform. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.